early bird catches die besten Fotos of the day. Wir haben heute schon, was haben wir jetzt, 9 Uhr, ne? 9:05, ja. 9 Uhr, aus einem ganz bestimmten Grund, weil, wie ich schon angekündigt habe, ein 177 eventuell heute Morgen unterwegs ist und der soll um 10 Uhr wohl aus der Garage fahren. Naja, also geht's auf einen neuen Sporting-Tag. Es ist jetzt der Mittwoch. Damit wir danach nicht komplett fertig sind, gehe ich danach aber, glaube ich, nochmal heim und chill nochmal ein bisschen. Und dann geht's aber richtig los. Es könnte sein, dass es heute regnet. Müssen wir mal schauen, ob das irgendwelche Auswirkungen auf unseren Spotting-Tag hat. Wahrscheinlich schon. Viel Spaß, Leute. Und man kann es nicht oft genug sagen, ich weise nochmal darauf hin, dass man bei diesen Monaco-Vlogs ganz, ganz viel gewinnen kann. Preise im Gesamtwert von über 1000 Euro. Könnt ihr gewinnen. Ein sehr hochwertiges Modellauto, 2 Modellbausätze eines Porsche 911 Boxermotors und eine Carrera-Bahn. Also haut in die Tasten, schreibt Kommentare, damit ihr teilnehmt am Gewinnspiel am Ende des Videos. Am Ende jedes Videos erkläre ich nochmal die ganzen Spielregeln. Ich habe jetzt meinen Platz hier gefunden, da hinten bei dem Haus aus der Garage, da müsste dieser 177 rauskommen und ich sitze jetzt hier und kann noch ein bisschen gucken, ob vielleicht was vom Casino Square kommt oder von unten. Ja, abwarten und Tee trinken, nur ohne Tee. Jetzt hocke ich hier seit anderthalb Stunden rum und es geht nicht viel. Eigentlich würde ich gerne lieber nach Hause und weiter pennen. Aber es ist schon eine Person in die Garage gegangen, die irgendwie so danach aussah, als ob die einen Aston Martin rausholen könnte. Also so ein Mechaniker-mäßig, einer, der den Wagen abholt zur Werkstatt. Aber das ist jetzt auch schon wieder, wie lange her? 20, 30 Minuten? Ja, noch kurz einen Abstecher machen zum Casino Square und gucken, ob hier was Neues ist. Hier dieser Qatari GT2S, kennen wir schon, aber der steht jetzt wieder hier. Und der ist komplett neu, SF90 mit Fiorano Package, Assetto Fiorano. Ich habe jetzt ein bisschen was geschlafen. Ich habe mir einen kleinen Hotdog gemacht. Und es gibt eine gute Nachricht und ein paar schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht, der 177 ist immer noch nicht rausgekommen. Das heißt, insofern habe ich alles richtig gemacht. Aber du kannst natürlich nicht 2 Stunden... Ne, 2 waren es gar nicht. 1,5 Stunden in der Wohnung verbringen, ohne irgendwas zu verpassen. Es sind wieder 2 TDFs rumgefahren. Einen kennen wir von gestern, ein anderer ist neu. Und ein Challenge Stradale und eine Replika von einem 250 SWB California. So far so gut. Es soll gleich ein bisschen regnen, aber nicht viel. Und wir wollen ja immer noch schwimmen gehen. Schauen wir mal, ob wir bis zum Strand vielleicht schon mal was sehen. Das wäre ja mal ganz schön. Es sah irgendwie von vorne aus, als hätte er diese MSO-Front gehabt. Irgendwie wirkte das Auto aber nicht so komplett wie MSO. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Wir haben ihn doch noch gefunden. Er steht hier am Yachthafen. Und es ist kein MSO, das ist eher ein Mansory-Kit. Aber ich finde es etwas strange. Hier vorne alles Sichtcarbon, hinten dann plötzlich abgeschnitten und schon hat man ein schwarzes Auto. Hinten noch ein Carbon-Spoiler. Ah, schon Topspot des Tages, das auf jeden Fall. Aber ich weiß ja nicht. Ach, dahinter, ja, tatsächlich was. Schwarzer ist er leer. Wir sind vom Baden wieder da und haben scheinbar nicht wirklich viel verpasst, außer einem 911R in schwarz mit roten Streifen. Aber sonst haben wir nicht viel verpasst. Hier ist jetzt gerade ein SLR vorbeigefahren, den haben wir verpasst. Den haben wir irgendwie zu spät erkannt. Vielleicht ist das der gleiche vom Yachtclub, aber ich weiß es nicht.
wollen nicht schon wieder einen 599 GTO verpassen, deshalb fahren wir jetzt zu einem hin, denn da hinten steht einer. So, sind wir bereit? Auf geht's! Also, den GTO, weswegen wir hier sind, haben wir jetzt gesehen. Dann kam noch dieser Mansori Bentley GTC um die Ecke. Und was ich nicht mitbekommen habe, noch ein Super America. 575 Super America, schwarzer ist hier wohl lang. Ja, blöd, da war ich gerade oben, das habe ich nicht mitbekommen. Sehr gut, wir wollen gerade Location-Wechsel machen, warten aber noch auf den Pippi Julius und deshalb, nur aus diesem Grund, haben wir jetzt gerade die GTO nochmal vorbeifahren sehen. Da kommt noch ein Drophead-Coupé. Hier haben wir eine kleine Saudi-Arabien-Ecke, zwei Urus, ein SV. Wir kennen sie. Hier stehen eigentlich keine Sportwagen, nur so ein bisschen was teureres. Ah, da vorne ist noch was Neues. Stimmt, den kennen wir ja noch gar nicht. Hier den SVJ aus Köln. Ist eben angekommen. Habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass der hier ja auch noch steht. Sehr schön. Ja, und wir gehen dann jetzt in die Richtung weiter, Richtung Steak and Shake. Mein Blick schweift gerade über den Yachthafen und ich habe wieder was Neues entdeckt. Da ist jetzt ein, also ich glaube zumindest, dass der noch nicht da war. Mit türkisem Boden, eine Yacht. Eine riesige Yacht auch. Ja, das ist jetzt hier wieder unsere neue Stellung. An der Startzielgeraden der Formel 1 und ja, bislang noch nichts gesehen. Sebastian! Mann, ist das entspannt, wieder mit diesen E-Fahrrädern hier unterwegs zu sein. Da kann man lange Distanzen sehr schnell zurücklegen. So, wir nehmen nochmal eine neue Location in Angriff. Es ist schwierig heute. Egal, wo du dich hinstellst, du siehst nicht viel. Also gleich T-Kreuzung, aber wir gucken noch einmal gerade über den Casino Square. SVJ, gerade incoming hier. Das hier ist das Auto, von dem wir mitbekommen haben. Es sieht aus wie ein 765, ist aber ein 720. Aus Dubai, daneben auch aus Dubai noch ein Urus mit Mansori Umbaukette. Jetzt steht aber der Rolls Royce davor. Dann gucken wir auf diese Seite, 27 Spider hier aus Monaco in Blau. Thank you.
Frage an Finjen, ist das nicht Erdbeerjoghurt grau? Uiuiui. Mark? Nein! Vero kommt hoch zum Casino, Vero kommt hoch! Von wo? Von wo? Von unten oder von der Linkrichtung? Er kommt vom Fermont Hotel hoch. Alles klar, ich bin bereit. Warum kann ich jetzt schlau sein? Der Veron kommt hoch von Mirabeau, Wielandsburg, hinauf zum Casino. Ach Mensch! Was kommt da denn noch? Ah, Aventador. Fährt hoch, scheiße. Meine Fresse. Was war das? Wir haben gehört, dass ein Veron unterwegs sein soll. Und jetzt haben uns gleich die Fahrräder geschnappt hinterher. Und kaum wir am Kreisweg gehalten, kommt uns entgegen. Boah, dann sind wir noch hinterher gerallt. Weiß nicht, 500 Meter oder so, dann haben wir ihn verloren. Keine Ahnung, wo er hin ist. Wow, wir haben ihn gesehen, wie geil. Die Erfahrungen haben gezeigt, sobald ein Araber kommt, kommen immer mehrere. Das ist der SVJ von gestern. Gestern zum ersten Mal gesehen, heute ist er wieder da. Der Veron kommt angeblich. Ja, das ist er. Ja, Veron. Wir hatten eine relativ krasse Phase, wann war das so zwischen 8 und 9, würde ich sagen, wo Aventador SV, neuer SF90 war dabei, noch ein Aventador, was hatten wir, der Veron kam dann. Danach schlief es etwas ein, sehr viele Bentley, Rolls Royce, Urus und so weiter. Und jetzt einfach gerade wieder, das musst du dir mal vorstellen, erst fährt hier ein Fake Black Series rein. Ja, erst fährt hier ein Fake SL Black Series rein, sieht man halt daran, dass der das Dach aufmachen kann. Das kann der Black Series halt nicht. Und da hast du die Streben gesehen, die das Dach aufmachen kann. Und dann ein paar Minuten später kommt von oben vom Berg runter ein echter Black Series. Wir haben ihn natürlich alle nicht gecheckt. Wir haben alle gesagt, ah ja, ist wieder der Fake. Und dann guckt man ihn sich so genauer an und denkt sich, no way, das ist ein echter. Und wir haben alle irgendwie verpennt, also meine Kamera hier, diese hier, die hat zum Beispiel auch Kacke gemacht. Also das liegt jetzt nicht an dem Kameramann, sondern es lag an der Kamera, die hat Kacke gemacht. Aber jetzt kam er gerade glücklicherweise nochmal hoch. Wir haben ihn alle nochmal drauf. Außer Sebi.
Du tust mir jetzt echt leid, muss ich sagen. Mir auch. Aber vielleicht hast du noch Glück, vielleicht kommt er noch. Und jetzt sind schon wieder alle weg von der Kreuzung. Ich bin noch der Letzte, weil es soll der blaue Love wieder da sein. Und was auch noch ganz spannend ist, ein 918, den wir am ersten Tag, wenn wir angekommen sind, haben wir den noch am Yachtclub stehen sehen. Bitte nochmal wiederholen. Vom Ketchup, blauer Ferrari. Ist weggefahren. Ketchup. Ja, Ketchup verstehe ich, aber nicht, wo er hingefahren ist. Oh. Naja, also zumindest der 918, den wir am ersten Tag noch kurz gesehen haben, der soll jetzt wieder unten beim Flieger stehen. Das heißt, da gehen wir dann auch gleich hin. Ach was, der ist auch überhaupt nicht durchgekommen hier. GT2 RS. Sebi hat gerade ein bisschen Bingo, weil wir haben hier gelb, gelb, gelb und der Urus stand auch noch gerade dahinter. Das ist sogar noch ein vierter dann in der Reihe. Dreier Speckreihe, freust du dich, Sebi? Immer. Gut, sehr schön. Eine schwarze Scheibe. Also, ob das ein Roboter ist, der den fährt. Ja, schade, der blaue Love ist hier in die Tiefgarage gefahren. Kommt vielleicht heute Abend noch mal raus, aber ich denke, ich muss jetzt nicht extra reingehen, weil ich ja schon schöne Fotos an der Oberfläche gemacht habe und Videos. Im, was war das? Erster Vlog? War das der Freitag? Haben wir Samstag gesehen. Freitag waren wir noch gar nicht hier. Stimmt. Erster Vlog. In den ersten Vlog müsst ihr schauen, um den Love zu sehen. Okay, jetzt bin ich doch hier in die Garage gegangen. Eigentlich nur zufällig, weil hier die Fahrräder sind. Zufällig einen Black Series gefunden hier. Nice. Was ist denn hier los? Ich wusste noch gar nicht, dass man, wenn man reinfährt, noch mal eine Etage höher kommt. Und hier steht ein Veyron rum, WRC Veyron. Da steht ein mega geiler grüner 812 GTS. Wir haben hier einen Black Series stehen. Traumland, da hinten, der rote, auch mit Novitec Parts. Ich bin gerade ziemlich überrascht. Das ist ein richtiges Supercar Paradise hier oben. Jetzt schwingen wir uns dann aber wirklich aufs Fahrrad und fahren vor zum Twieger hier. Dann haben wir noch zwei Mercedes Klassiker. Die ganze Garage parkt hier voll. Casino-Garage, krass, Wahnsinn. Supersports mit StarTech-Teilen, würde ich sagen. Drophead Coupé, SVJ unter Plane. Achso, das ist der. Das war gerade noch mal eine schöne, kleine und erfolgreiche Fahrradtour und wir haben noch einen SV gefunden, einen zweiten SV. Der erste SV, der ist mir irgendwie suspekt, da stand hinten SV drauf, aber der Spoiler war eigentlich eher so ein VT-Spoiler.
Eventuell ist es der zweite SV heute. Und jetzt haben wir gerade eine schlechte Nachricht quasi bekommen. Das Bettmobil soll kaputt sein. Soll da hinten irgendwo stehen. Irgendeine Feder gebrochen. Soll stinken wie Sau. Wir gucken uns das mal aus der Nähe an. Da ist der SV schon wieder. Schönes Auto zu haben ist eine Sache, aber es ist erst, der Flex ist erst komplett, wenn man auch noch eine hübsche Frau auf dem Beifahrersitz hat. Und das haben wir echt fast alle. Man sieht schon eine riesige Menschentraube da hinten. Da steht das Bettmobil. Geparkt und kaputt. Aber man sieht es trotzdem nicht so wirklich geil. Also Feder ist gebrochen und die Karosserie liegt fast auf dem Boden auf. Es hieß, der sei wohl eben auch geschliffen. Oben drauf, ne, die Delle, das hat sich durchgedrückt. Die Delle hat sich durchgedrückt? Achso, da ja doch. Ja, das sieht man auf Kamera gar nicht. Das sehe ich ja nicht mal mit dem bloßen Auge. Aber der Reifen ist durch die Decke gesprungen. Ja, schade. Das heißt, wir werden den wahrscheinlich erstmal nicht mehr fahren sehen hier. Vielleicht kommt gleich noch ein Abschlepper, aber das muss ja auch ein Monsterabschlepper sein, um dieses Auto hier zu bergen. Es ist tot. Hier geht gar nichts mehr auf der Straße. Wir haben jetzt 0 Uhr durch. Ich denke, es wird Zeit, den Tag zu beenden. Das war wieder ein schöner Tag. Ein wirklich sehr, sehr schwacher Mittag, wie wir das jetzt schon öfter hatten. Und dann, ja gut, jetzt kommt gleich noch Huracan um die Ecke. Gegen Abend ging es dann doch wieder schön ab. Ein paar Highlights dazwischen. Diablos, den LaFerrari, den blauen, haben wir noch mal gesehen. Bettmobil ist liegen geblieben. Aber auf jeden Fall hat man ein bisschen was zu sehen. Veyron noch dabei, nicht zu vergessen. Veyron oder SL 65 Black Series. Alles coole Highlights, die den Tag heute sehr schmackhaft machen. Seid doch mal leise hier, was ist denn hier los? Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein und lasst einen Kommentar da, denn ihr könnt ja was gewinnen. Und was genau, das stelle ich jetzt nochmal vor. So, jetzt gibt es nochmal alle Infos zum Gewinnspiel. Erstmal, was gibt es zu gewinnen? Es gibt 4 unglaublich geile Preise. Fangen wir mal an mit den Franzis Bausätzen. Ein 1:4 Porsche Boxer Motor, den ihr gewinnen könnt, den ihr zusammenbauen könnt. Im Wert von 200 Euro gibt es je 2 Stück. Es gibt 2 Stück davon. Dann gibt es noch ein Modellauto, ein Urus, Lamborghini Urus im Maßstab 1:18 und zwar ultra hochwertig. Eine von der Sorte, die du bekommst, wenn du einen echten Lamborghini Urus kaufst. Im Wert von 400 Euro und dazu gibt es auch noch einen Lamborghini Schlüsselanhänger. Dann gibt es auch noch eine Carrera-Bahn zu gewinnen. Ultra geil, auch knapp 300 Euro wert, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt kommt die Sache, wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Ganz einfach. Ihr müsst einfach kommentieren unter diesen Monaco-Vlogs, unter allen Monaco-Vlogs, scheißegal. Ihr kriegt auch 2 Stimmen, wenn ihr unter 2 verschiedenen Vlogs schreibt. Ihr kriegt 3 Stimmen, wenn ihr unter 3 verschiedenen Vlogs schreibt. Wenn ihr aber 10 Kommentare unter einen Vlog schreibt, zählt es nur als eine Stimme. Nur so als Erklärung. Außerdem könnt ihr noch ein paar Bonuspunkte sammeln, indem ihr bei unseren Instagram-Posts von allen unseren Mitfahrern, ich blende sie unten noch einmal ein, da kommen immer wieder mal Posts online und der letzte Slide, das letzte Foto ist dann manchmal so ein Franzis-Gewinnspiel-Foto. Wenn das dabei ist, dann müsst ihr auch darunter kommentieren, denn da kriegt ihr auch nochmal eine Stimme mit in den Pott. Wie wähle ich das Ganze aus? Ganz wichtig, da müsst ihr nämlich einschalten, weil der 9. Monaco-Vlog quasi wird dann die Auslosung des Gewinnspiels. Da müsst ihr unbedingt schauen, denn da werde ich dann die Plätze 1-4 bekannt geben. Platz 1 darf entscheiden, was er nimmt. Platz 2 darf auch entscheiden, was er nimmt, außer dass er Platz 1 genommen hat und so weiter. Aber ganz wichtig, ihr müsst euch daraufhin bei mir melden. Also ich sage dann euren Namen. Ihr müsst euch dann bei mir per Mail melden, mit einem Screenshot auch nochmal zeigen, dass es wirklich euer Kanal ist, damit ihr das beweisen könnt. Und dann kommt ihr auf mich zu, schreibt mich an. Wenn ihr euch innerhalb einer Woche nicht meldet, dann ist der Preis futsch, dann kriegt es ein anderer. Also, jetzt wisst ihr, was zu tun ist, ne? Und ihr wisst, was zu gewinnen gibt.